Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und heute habe ich mir mal ein anderes Hilfsmittel hier von zu Hause besorgt, und zwar einen Sixer Radler. Mit dem werde ich jetzt die Übung machen. Ihr könnt aber alles zu Hause benutzen, was so zwischen 3 und 5 Kilo hat. Ihr müsst es nur irgendwie handeln können, in die Hand nehmen können und vor euch halten. Dann machen wir jetzt als Ausgangsposition eine coole dynamische Übung. Wir stehen auf einem Bein, machen das Gewicht auf die eine Seite und das Bein, das quasi unterm Gewicht steht, ein bisschen versetzt. Und dann fangen wir an, uns diagonal dynamisch zu strecken. Zack, dann wieder zusammen und strecken, zusammen, strecken, zusammen, strecken, zusammen, strecken. Dabei Gleichgewicht halten, diagonale Körperspannung. Zack, zack. Und immer schön hier Armrumpfwinkel, Beinrumpfwinkel aufmachen. Das Ganze natürlich dann wieder auf der anderen Seite, und dann dürft ihr 15 pro Seite machen, danach Seite wechseln und das Ganze viermal. Und dann bin ich gespannt, was ihr zu Hause als Hilfsmittel benutzt, und freue mich auf eure Videos. Bis morgen, ciao, ciao, euer Dominik. Hi Leute, heute gibt es mal wieder eine kleine Bauchübung bei den 40 Tagen Quarantäne, und die sieht wie folgt aus. Ihr legt euch auf den Rücken. Ja, macht die Arme und die Beine zu einem leichten X und nimmt dann die Arme und die Beine etwas in die Höhe. Und jetzt müssen wir diagonal Arm zum Schienbein bewegen und danach die andere Seite. Das können wir dann ein bisschen zügiger machen. Dabei auf 40 zählen. Und schauen, dass wir immer schön diagonal ein bisschen über den Bauch rotieren, aber immer die Spannung halten, Rückenkontakt zum Boden und so weiter. Das Ganze dürft ihr dann viermal wiederholen, und dann freue ich mich auf eure Videos. Macht's gut, bis morgen, euer Dominik. Ciao, ciao. So, heute gibt es eine kleine Übung wieder mit etwas Hilfsmittel. Ich habe mir zwei Sixer Wasser geschnappt, und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt eine kleine Mischung aus einer Art Kreuzheben und einer Standwaage. Wir gehen auf ein Bein. Dabei könnt ihr jetzt das Bein hinten entweder anwinkeln oder ihr könnt strecken. Wichtig ist, dass ihr hier einmal das Gleichgewicht behaltet. Jetzt gehen wir langsam nach vorne, bis die Wasserkästen oder die Sixer Wasser auf dem Boden sind. Und dann gehen wir mit einem geraden Rücken wieder so weit nach oben. Oben Brust raus, Schulter zurück. Bauchspannung, Rücken gestreckt, und in dieser Position wieder schön nach hinten. Und wieder langsam nach oben. Wie gesagt, schnappt euch ein bisschen Gewicht. Das Ganze natürlich auf beiden Beinen, und dann macht ihr das 3x10 bis 12 pro Seite. Und ja, da freue ich mich darauf, was ihr alles als Hilfsmittel benutzt. Schickt uns die Videos zu. Macht's gut, bis morgen, euer Dominik. Ciao, ciao.